Hallo und willkommen auf unserem Kanal Nerds for Nerf. Ich freue mich, wenn ihr eingeschaltet habt. Was ist besser als eine Caliburn? Eine zweite Caliburn vielleicht? Oder eine Caliburn mit zwei Läufen? Oder ja, mit zwei Läufen, zwei Trägern, zwei Magazinen. Ja? Und ihr habt es in der Vorschau gesehen. Es geht heute um die Caliburn Second Degree. Ja, das ist quasi eine Caliburn mit zwei Läufen, mit zwei Triggern. Ja, schaut euch dieses fette Mackerel an hier, ne? Schon massiv. Ich habe schon die Teile zusammen. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet heute. Ich habe ja wieder mal kein Hardware-Set gekauft, weil ich ja schon mal die Caliburn gebaut habe und habe gesagt, da geht was. Und habe schon angefangen, ein bisschen was zurechtzuschneiden, was auszumessen. Ein paar Alu-Bars schon fertig geschnitten, gebohrt. Dass wir auch zügig vorankommen. Ne? Ich habe schon ein paar Gewindestangen geschnitten und schon mal ein, zwei Teile zusammengesteckt. Das gucken wir uns gleich nochmal von Dichtem an. Und was fehlt eigentlich noch? Ja, Planter habe ich zusammengeschraubt, Gummiringe sind drauf. Ah, Remrod fehlt noch Gummiringe. Jetzt müssen wir natürlich nach vorne noch weitermachen. Ne? Das heißt, hier fehlen auch noch ein paar Gewindestangen. Das machen wir jetzt auch noch, würde ich sagen. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie die Second Degree Caliburn zusammengesetzt wird, kommt dichter und wir legen los. Ich hatte eben schon gesagt, ich habe ein, zwei Sachen schon vorbereitet. Habe mir schon ein bisschen gepuzzelt, aber möchte ich jetzt doch noch mitnehmen, bevor die Caliburn fertig ist. Ich habe vorbereitet schon mal den Griff. Ich habe mir wieder den Pyragon-Griff, glaube ich, heißt der hier, gedruckt. Und den auch schon mal vorne an den... Ja, Foregrip heißt dieses Bauteil. Also den Griff, den Pump Grip schon mal hier angeschraubt. Ne? Was habe ich schon vorbereitet? Den Plunger. Der ist diesmal zweiteilig. Ihr seht es hier oben, zwei Schrauben. Festigen den oberen Teil mit dem darunter liegenden Teil. Und die Remrods habe ich wieder gekauft. Weil Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, die kosten 7,95, glaube ich, in Euro. Das ist okay. Dafür haben sie einfach eine gute Qualität. Passen sehr, sehr gut. Ja, Gummiring muss noch rauf. Mit zwei Schrauben wird das Ding gehalten. Rechts, links. Und die Alu-Bars habe ich mir schon mal ausgemessen, geschnitten, gebohrt. Und dann auch mit jeweils zwei Schrauben am Plunger befestigt. Das Ganze zweimal. Denn wir bauen ja die Second Degree Caliburn. Gummiring ist schon aufgefädelt hier oben. Passt auch schon ganz gut, muss ich noch einfetten, habe ich noch nicht gemacht. So weit sind wir auch noch nicht. Und hier die Gummiringe natürlich. Ne? Das habe ich vorbereitet. Ist einfach eine reine Fleißarbeit. Messen, also zusammenbauen, messen, schneiden, zusammenbauen, gucken, anzeichnen und so weiter und so weiter. Die habe ich gar nicht zu suchen gerade. Geschnitten habe ich die Plunger Tubes, zwei Stück. Ja. Ich glaube 7,31 Zoll, glaube ich, ungefähr. Ne? Dann hinten hier die Plunger sind auch schon zusammengeschraubt. Es ist zweiteilig. Einmal die Hülse und der eigentliche Plunger hier vorne. Eine Schraube geht durch. Hier drin kommt sie an. Auch zweimal. Wo ist der zweite? Ne? Was habe ich vorbereitet? Ich habe schon mal die Gewindestangen geschnitten. Das ist auch ziemlich cool diesmal gemacht. Schaut mal hier. Zack. Ach, das ist der zweite. Das wird gleich aufgefädelt alles. Und dann kommt hier hinten noch die Federführung. Ist hier noch dran an dem nächsten Teil. Moment, da fehlt noch was zwischen. Genau, das fehlt noch hier zwischen. Dann die Federführung und rauf damit. Aber hier kommen nachher die Gewindestangen an. Ne? Da kommen hier Muttern rauf. Die Muttern sind hier nachher versenkt. Und ihr müsst gar nicht so genau arbeiten. Denn wenn hier nachher die Gewindestangen rausgucken, was durchaus gewollt ist, verschwinden die komplett in der Schulterstütze. Ne? Also ihr könnt euch hier 1 bis 2 cm länger lassen, die Gewindestangen. Die werden komplett gecovert nachher und geben eher noch Führung für die Schulterstütze und ein bisschen Halt. Ne? Also muss man gar nicht so auf die Millimeter arbeiten. Das ist ganz cool. Ich habe vorbereitet die beiden Ziers. Das ist zweiteilig. Und schaut mal hier, das ist ganz, ganz witzig. Hier sind schon so eine Aussparung. Ich denke mal, da kann man Gummiband durchfädeln,
und nachher noch ein bisschen den Druck erhöhen, falls die Federn nicht ausreichen, um den Catch oben zu halten. Ne? Denn Caliburn arbeitet meist mit viel Druck. Die Feder hier drin ist eingehängt, oder beide Federn für die Sears, ne? Die hängen hier dran. Ne? Zack. Vielleicht sieht man es, da hängen sie drin. Ne? Aber wir haben schon die Caliburn gebaut. Es ist eigentlich fast immer das Gleiche. Ne? Talon Claw, Talon Fang, Caliburn. Alles ähnlich. Ne? Auf jeden Fall zwei Trigger. Kann man unabhängig voneinander triggern. Natürlich kann man den linken nur schwer vor dem rechten betätigen. Ne? Also rechts zuerst feuern, danach nochmal den linken oder beide gleichzeitig. Das ist auch schon da. Gripfille habe ich schon reingesteckt, ist noch nicht festgeschraubt. Da fehlt mir fehlt noch das Teil hier hinten. Zu die Versteifung. Muss ich mal gucken. Die Mac-Releases sind eingehängt. Ne? Und bevor wir die ganze Sache jetzt hier gleich einsetzen, erstmal, ihr wisst es, Schlonze, Schlonze, Schlonze. Und jo. Vielleicht auch ein bisschen mehr Schlonze. Ne? So, das war der erste. Rein mit dir. Upsi. Und der zweite. Und zack. Und hier kann auch ruhig den Rand noch ein bisschen rein. Ne? Schadet auch nicht viel. Ich glaube, jetzt haben wir schon mal gesagt, wenn ihr ohne Hardware-Set arbeitet, müsst ihr öfter alles zerlegen, wieder zusammensetzen. Braucht ihr also eigentlich eine große Flasche von sowas, ne? Von einem vollsynthetischen Schmiermittel. So. Das ist der zweite. Auch rein. Der zweite. Dann kommen schon mal die Tubes drauf. Plunger Tubes. Oh, die andere Seite eingefällt. Ne? Naja. So. Ja, das fühlt sich erstmal ganz gut an. Seite 1 und Seite 2. Ne? Gut. Zack, das ist drin. Dann. Die eigentlich auch hier rein, ne? Aber schadet ja nichts. Oh! Und natürlich auch hier ordentlich schmieren, ne? Erster und zweiter. Die können auch schon rein. Das gute Teil hinten drauf. Das fehlen wir hier durch. Sanfter Gewalt. Na, sitzt schon richtig in Position. Ja, der sitzt schon. Das haben wir auch. Und was ich noch nicht getestet hatte, ob die Federn hier auch ein bisschen passig sind. Ne? Die müssen jetzt ja auch mit rein. Also für die Federn ist es Premiere. Ne? Dann habe ich gesagt, kommt dieses gute Teil hinten rauf. Ich will auch später reinstecken können noch. Okay, so. Der ist auch drauf. Und dann können wir jetzt die Muttern draufsetzen. Ne? Ich glaube, ihr seht schon, habe ich großzügig abgeschnitten. Die kommen rauf, dann kommt dieses gute Teil mit der Federführung, die Muttern verschwinden hier drinne. Schaut mal hier, ich habe es einmal montiert. Hier ist nachher noch eine Fläche,
wo ich eine Rail raufbauen könnte, wenn ich das wollte. Ja, muss ich mal gucken, ne? So, die kann ich auch bis vorne rüberziehen, ne? Das ist ja so ein Teil, was das MacWheel oben schließt. Und da kann man natürlich auch die Rail hier durchziehen. Oder ich druck mir eine. Muss ich mal gucken. Okay, bis hierhin. Alles zusammengeschraubt. Der Buttstock hält die ganze Sache nochmal. Haben wir. Ich habe eben schon einmal geprimed. Der Catch hält die Federn auf jeden Fall. Aber, schaut mal hier. Ah, das ist. Es sind schon kräftige Federn, die man auch sonst in einer Caliburn spielen könnte. Ne? Die wir jetzt in zwei spielen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Federn behalten kann zum Schluss. Weil das ist schon hart. Ne? In einem Battle möchte man mehr als zweimal den Blaster durchspannen. Da muss ich erstmal gucken. Schauen wir mal. Okay, machen wir vorne weiter. Ich werde jetzt sicher einmal den Griff raufschrauben vorne. Man sieht es auf der Kamera, hier vorne sind habe ich mir Gewinde reingestellt, die Alu-Bars. Werde ich einmal zusammenstecken und dann werde ich mal ein Maß nehmen für die Gewindestangen, was dann eigentlich rahmenlos ausmacht. Ne? Das sind bloß die drei Gewindestangen, die hier durchkommen. Und die muss ich jetzt mal ausmessen, mir zurechtschneiden und dann hier ransetzen auf dem Bild. Ich habe es vorhin den Griff auch raufgesetzt, den Pump-Grip. Und hier vorne die Nase habe ich auch schon montiert. Ne? Hier sind Gewindestangen, habe ich ein Messing drüber gezogen und die Nase hier vorne drauf gesetzt, ne? Den Flash-Hider. Hier vorne auch schon mal eine Regel drauf genagelt. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte ist, der Griff ist dran und ich habe den Blaster mal geprimed. Und besser gesagt, ich bin nicht geprimed, weil die Federn waren zu stark. Ne? Es sind jetzt also 788er Federn drin, zwei Stück. Sind eigentlich ein bisschen weich für eine Caliburn, aber die vorherigen Federn habe ich nicht gespannt bekommen. Und so ist der Blaster relativ angenehm. Ne? Bei dem Planschaschutz muss ich ein bisschen vermessen. Das heißt, ich habe jetzt eben auch nochmal den Griff einen halben Zentimeter kürzer gesägt. Auch das gibt der Blaster her, wenn es mal nicht so 100% passt. Ne? Wenn natürlich 5 cm fehlen, kriege ich das nicht ausgeglichen. Hier unten habe ich nochmal den Griff versteift. Ihr seht schon hier, ist eine Alu, eine Gewindestange durchgezogen und die geht bis vorne in den Grip-Insert heißt das hier. Ne? Bis dahin geht die Gewindestange rein. Ne? Haben wir also auch. Gut. Damit ist der Blaster schon gar nicht mehr so weit entfernt vom Finish. Die Läufe habe ich mir auch schon geschnitten. Die habe ich so lange gemacht, dass sie im Flash-Halter vorne enden, also nicht vorne rausgucken. Die will ich jetzt mal hier einfädeln. Ich habe mal gesucht. Es gibt hier wirklich keine Möglichkeit, den Lauf zu fixieren, sondern es wird alles hier vorne im vorderen Teil nur mit zwei Schrauben gehalten, ne? Rechts und links. Also eine Schraube pro Lauf. Gut, also nochmal die Gummis fetten, weil dann komme ich später nicht mehr ran. So, ich will das Video gar nicht in die Länge ziehen. Das ist unsere Caliburn Second Degree, also eine Caliburn mit zwei Läufen. Ne? Der Formfaktor ist natürlich so geblieben, außer dass der Blaster ein bisschen breiter geworden ist. Ne? Ja, was gibt es noch zu sagen? Normale Federn zu spielen in der Second Degree ist eigentlich fast unmöglich. Jetzt sind hier 788er Federn drin, die sind ein bisschen weicher, aber dafür sind es eben zwei. Und zwei K24, K25 zu primen ist quasi unmöglich. Ne? Also ja, mit dem dicken Arm geht alles, aber auch nicht endlos oft. Ne? Gut, das ist sie. Ich habe zwei Magazine vorbereitet. Achso, ich möchte Kurzstart spielen. Der Magazinschacht wird ja auch für Standard-Nerf-Magazine gehen. Ich habe mir mal große Magazine für Kurzstarts genommen. Ich habe drinnen, ganz unten sind zwei Dead Blaster, glaube ich, sind die Darts. Dann habe ich zweimal Worker und ich habe oben zweimal Waffelköpfe geladen. Ne? Drin. Und alles klar. Ah. Wollen wir mal gucken. Rechter Lauf. Also man kann ja beide gleichzeitig feuern
oder nur einen. Ach, machen wir beide gleichzeitig mal so zum... Ui, oh, fast selber abgeschossen. Okay, Waffelköpfe. Haben noch zwei. Rechter Lauf. 28,1 Millisekunde. Linker Lauf. 39,2 Millisekunde mit Waffelköpfen. Ja, also Darts sind bespielt. Tja, was haben wir jetzt? 39. Ja, 130 FPS. Muss noch mehr kommen. Worker, rechter Lauf. 41,5 Millisekunde, linker Lauf. 46,3 Meter die Sekunde. Das heißt, wir haben jetzt schon die Hymne 150 FPS geknackt, würde ich sagen. Ne? Ja, circa genau 150 FPS mit Worker. Schauen wir nochmal. Rechter Lauf. 54,3. Linker Lauf. 44,2. Ja? Also liegt auch ein bisschen an den Darts, welcher Lauf jetzt besser performt. Und mal gucken, ob wir auch die Jetblaster spielen können. Ich muss jetzt schon sagen, was waren das? 4 Schuss? Hier ist mal 2 Federn zu Prime. Naja, ist richtig Arbeit. Rechter Lauf. 51,6. Linker Lauf. 37. Ha. Und beide gleichzeitig. Ui. Da ist Druck hinter, ne? Also, was haben wir erreicht? Ich glaube, das beste Ergebnis war eben mit Jetblaster oder mit Worker. Egal. 50 bis, ich glaube, 54 FPS. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben dann schon ja, so 160, 165 FPS. Das ist okay für den Blaster. Ne? Also ihr dürft ja nie vergessen, ihr müsst mehr 2 Federn aufspannen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch bei der Leistung, die rauskommen soll, ein bisschen Abstriche machen. Ne? Klar, ist ein Blaster stärker, wenn ihr nur eine Feder habt, nur einen Lauf. Aber der Spaß ist halt doppelt so groß mit 2 Läufen. Ne? Und ihr könnt einzeln schießen, ihr könnt versetzt schießen. Linken Lauf, dann rechten Lauf. Erst den rechten, dann den linken wird schwierig. Schaut mal hier, weil dann müsstet ihr ja, für Linkshänder dann. Linkshänder könnt ihr erst links und dann rechts spielen. Ne? Aber für Rechtshänder ist es einfach schwierig, erst den linken und den rechten Lauf zu feuern. Ne? Okay. Die Caliburn Second Degree baut sich gut, der Blaster. Kann ich durchaus auch für den Einsteiger empfehlen. Er macht Spaß. Ja, 2 Läufe. Schaut man von oben recht breit. Aber doch alles in allem noch ein recht kompakter Blaster. Ne? Okay. Das sollte schon gewesen sein. Ja. Ich hatte Freude, war mal eine kurze Nummer, nicht viel Aufwand und vielleicht hat es euch auch gefallen. Sei es drum, wenn es euch gefallen hat, schaltet einfach wieder ein beim nächsten Mal und bis dahin, habt Spaß.